Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Letzter Tag des Sommers. Wir haben gestern einen Hühnerstall gebaut. Haben eine Arbeitskraft, die Ida Fonsa, beauftragt. Und wir werden jetzt uns etwas Leder holen. Aber erst machen wir ein paar hölzerne Schalen, damit in der Taverne Suppen und Eintöpfe gekocht werden können. Ich habe gestern Abend auch noch 11 Messer gemacht, denn es war nur noch eins da, damit unsere Jäger heute Morgen gleich loslegen können. Na, 4 Stück. 4 reicht. Das sind, wenn ich mich recht entsinne, 20 Schalen. So, die hölzernen Schalen. R, E, F, gut. Die hinterlegen wir jetzt im Ressourcenlager. Oh, das ging aber flott. Und dann nehmen wir uns Leder mit. Und machen 30 Taschen. Fleisch mit Soße habe ich noch einstecken. Guckt an. So, hölzerne Schale. FEF. Die Bretter vom Hühnerstallbau kommen zurück. Die Steckchen, die brauchen wir auch nicht. Das Stroh brauchen wir nicht. Den hölzernen Teller. Das war, wo unsere Frau uns mal Rührei gemacht hat. Und das war's. Haben wir noch was, was wir zurück tun können? Ja, die hölzerne Schaufel, die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Den hölzernen Hammer brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht. Das war's, gut. Und wir nehmen uns jetzt 90 mal Leder. 149 haben wir. Das ist Wahnsinn. Naja, was so die zwei Jäger, zwei Jagdhütten bringen. Oh, und einfache Taschen ist ja ein sehr gutes Handelsgut. So, 90 mal 86. 90. Und die werden wir den, wie heißt der, Falibor in Borobor verkaufen. Denn drüben in Borovo gibt es ja Hühner. So. Esse ich aber erstmal was. Einmal Fleisch mit Soße. Und fix nochmal raus, nochmal an. Unseren Waschzuber müssten wir auch mal voll machen. Eimer habe ich doch irgendwo, oder habe ich keinen? Muss mal schauen. So, jetzt haben wir erstmal was getrunken. So, jetzt setzen wir uns auf unsere Truhe und machen ganz gemütlich 30 Taschen. Und wir sehen uns gleich wieder. Geht schon weiter. Ich habe mir gerade was zu trinken eingegossen. Vor allem sehe ich, dass die Taschen fertig sind. So, schauen wir mal ins Inventar. Nee, da hat doch gar keine 30 gemacht. Das war dann irgendwie. Hä? Habe ich das Leder nicht einstecken? Doch. Natürlich. Fangen wir nochmal an. So. Q. Taschen R. E. F. So, jetzt sehen wir uns gleich wieder. Wir sehen aber wieder abbricht. So, jetzt sind aber die Taschen gemacht. Warum hat er jetzt hier eine Tasche? Naja, gut, alles klar.
So, gut, wo habe ich meinen Bogen? Habe ich den auch schon wieder verspittelt? Und ich habe doch einen Rekufbogen. Wo habe ich denn den wieder? Ach, Leute, Leute, Leute. Der verliert auch nochmal seinen Kopf, der Rasimir. Wenn er nicht angewachsen wäre. Ja, ist er nett. Das kann er eigentlich nur noch im Ressourcenlager rumliegen. Nee. Das macht mich jetzt aber etwas stutzig. Na gut, da holen wir uns einen Langbogen, den ich... Ich habe zwei Langbögen in meiner Truhe. Einen Bogen müssen wir schon mitnehmen. Der war aber nicht alle. Ne. Dann nehmen wir uns einen Langbogen mit. F. So, jetzt haben wir einen Langbogen dabei. Gut, jetzt auf nach Borowa. Ja, war ich ja auch nicht. Wo war ich denn noch? Beim letzten Mal. Irgendwie bin ich jetzt irgendwie durcheinander. Hatte ich nicht den Knüppel in den Sack im Schweinestall gelegt? Wieso ist der jetzt bei mir in der Truhe? Na gut, irgendwie passieren hier seit der letzten Version sonderbare Dinge. Verschwinden Möhren aus dem Lebensmittellager, ohne dass Eintopf gekocht worden ist. Gut. So, aber da müssen wir jetzt damit leben. Jetzt geht's auf nach Borowa, um die Beutel zu verkaufen. Und ein paar Hühner. Ein Hahn und mal sehen, was die kosten. Auch die Steine rum. Haben wir's? 10.56 Uhr. Naja. Haben wir hier noch genügend Stöckchen? Da machen wir nämlich noch ein paar Messer, die wir noch verkaufen können. Denn hier unten findest du auch immer sehr viel Steine. Und 40 Stöckchen haben wir jetzt. So, jetzt haben wir über 50 Stöckchen. Da könnten wir im Prinzip 20 Steine suchen. Ja, liegen sie doch. Ein bisschen Wegerich nehmen wir noch mit. Und dann machen wir noch ein paar Messer.
16 Steine haben wir jetzt. 17. Nee, das ist keiner. Und nehmen wir den, 19. Und einen brauchen wir noch, 20. Gut, jetzt sind es 22. Gut, machen wir ein paar Messer. Stellen wir uns auch einen Schatten hier und machen Q-R-E-F. 11 Messer. Sehen wir uns auch gleich wieder. Fertig. So. Messer sind fertig. Falibor, wir kommen. Ist doch schön, ja, er müsste eigentlich in seiner. Hier ist er doch. Alles klar. Hallo, Falibor. Renn doch mal nicht weg. Zeig mir deine Ware. Und zwar hat er wieder ein Messer extra geslottet. Verkaufen wir erstmal das eine Messer. Und jetzt die anderen 10. Und natürlich hat er so viel Geld. Oh, da 1900 Geld. Und meine 30 Taschen. Alles klar, ich bedanke mich bei dir für das angenehme Geschäft. Und tschüss. Leb wohl. Mal gucken, da sitzen sie ja wieder wie die Hühner auf der Stange. Mal gucken. Nee, da ist nur die Amerika hier. Ach nee, hier ist die. Was? Wie heißt die? Milena? Können wir die auch mitnehmen? Nein, nein, die. Leb wohl. Die ist nichts für uns. Aber hier, der Kollege, denke ich mir an. Mitsuko. Der ist 31. Haben wir noch so eine alte? Ja, ich denke schon. Gut, sehen wir uns dort. Naja, man muss doch mal fragen, ob wir noch so ein altes Luder haben. Hier gibt's kleine Küken. Nein, erstmal kaufen wir uns einen Hahn. Hallo, 975 kostet er. Gut, E. Den kaufen wir uns. F. Jawohl. Dann nehmen wir uns eine Henne mit, die kostet auch 975. Die sind aber ganz schön teuer. Naja, ich werde sie nehmen. Brauch sie nicht so anzugucken. Also, wie nimmst du das Vieh nun oder nicht? So, wie viel Geld habe ich denn jetzt noch? 1500. Uiui, was kostet so Küken? 488, nee, die können wir selber machen, die Küken. Lassen wir unsere Hühner, lassen wir unsere Eier mal ausbrüten und da kriegen wir selber ein paar Küken. Die kaufe ich jetzt nicht, um Gottes Willen. Die Hühner sind schon teuer genug. Die Henne. Und tschüss. Ein Hahn und eine Henne muss jetzt erstmal reichen. Die haben immerhin fast 2000 Geld gekostet. Das sind schon ganz schöne Preise, das sind ja Wucherpreise. 1000 Geld für ein Hahn. Das ist schon harter Tobak. Da müssen wir wieder viel davor stricken. Viele, viele, viele einfache Taschen müssen wir da davor machen. So, gut. Jetzt
marschieren wir wieder zurück. Und wir können aber mal hier unten am Ufer lang gucken, denn seitdem immer irgendwo, wie hieß es, Fundstücke sind hier, dann findet man öfters mal was am Strand, also hier am Ufer. Da muss man schon mal gucken. Es gibt ja auch eine ganze Menge. Habt ihr bestimmt schon gesehen, dass wir hier kurz vor Borovo im letzten Winter so einen Campingplatz gefunden haben, wo sie eine Fete gefeiert haben. Da soll es einige auf der Karte geben jetzt. Zwei habe ich, glaube ich, bis jetzt gefunden gehabt, ja. Bei Denizia ist noch einer im Wald. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Spiel war oder in dem anderen Dorf am See. Aber da habe ich noch mal einen, ja, da habe ich noch mal einen gefunden, in Denizia. In diesem Wald, wo die Füchse sich rumtreiben. Aber hier sieht es nicht danach aus, als ob hier noch irgendwas. Aber hier gibt es einen Haufen Steine und Wegerich. Das zeigt unsere Uhr, 15.16 Uhr. Wir können ja mal in den Wald hier reingehen. Mal gucken, was man hier findet. Ob hier irgendwas ist. Das ist eigentlich eine schöne Fläche hier. Da kennt man auch. Heute ist zu weit, zu nah an den anderen Siedlungen dran. Und das ist, glaube ich, auch schon bald. Nee, ist eigentlich noch nicht das Kartenende. Aber ich denke mir, das werden wir bald erreichen, wenn wir ja hier nach hier hinten laufen. Fuchs, Fuchs. Na, gucken wir mal, wie weit wir hier laufen können. Ich glaube, wenn wir auf die Karte gucken, wir werden bald das Kartenende erreichen. Oder sie haben es ein ganzes Stück erweitert. Das ist jetzt nur mal Interesse halber, wie weit wir hier kommen. Hier hinten ist jedenfalls Zaun gebaut. Das ist doch nochmal fast die gleiche. Wo sind wir? Jetzt sind wir in die falsche Richtung gelaufen, wollte ich gerade sagen. Wir sind doch hier, wo wir zum Sambor kommen. Bin ich doch falsch. Ich bin jetzt dem Weg gefolgt. Oh, hier unten ist jetzt der Wagen. Finden wir jetzt hier den Beutel? Doch, hier haben wir einen Trinkschlauch gefunden. Perfekt. Und eine Flasche Met. Naja, da können wir doch gleich eine Fete steigen lassen heute Abend. Da ist nichts weiter hier. Gut. Da habe ich mich von dem Weg verleiten lassen und bin in die andere Richtung gelaufen. Ich wollte eigentlich hier hinterlaufen. Richtung See. Den Weg habe ich gedacht, kann ich gehen. Naja, laufen wir mal hier runter. Mal sehen, wie weit man jetzt gehen kann. So, jetzt sind wir auf dem Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Und hier unten am Ufer sieht nicht nach irgendwas aus, was wir irgendwas finden. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn man um den See jetzt mal rumlaufen könnte. Das mal austesten. Ah, seht ihr, jetzt sind wir schön
Jetzt sind wir am Ende angelangt. Also um den See können wir nicht rumlaufen, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt den Weg hier zurück. Gehen wir in den Wald rein und laufen zurück. Schade, ich habe gedacht, die Karte haben sie so weit erweitert, dass wir da hinten rumlaufen können. Das wäre natürlich schön gewesen. Gut, da laufen wir jetzt halt nach Hause. Aber erst geben wir unseren Neuankömmling, der müsste ja, nachdem wir jetzt so hier im Wald unterwegs waren, müsste der inzwischen zu Hause sein, unserem Dorf. So, wer ist hier drin? F, die Kanuta ist mit 28, da kann man schon den 31-Jährigen mit hineinstecken. Mal gucken, was wir noch haben. Hier, die ist 25, die Dalobora. Die ist 22, das ist zu jung. Die ist 19. Ne, das ist ein R. Oh, Entschuldigung. Das ist ein R. Schwul ist er bestimmt nicht. Die Ide Fonsa, also gehen wir mal hier hoch. F zur Kanuta, leeren Platz. F, und da stecken wir unseren Mietzko mit rein. Mit 31 ist schon machbar. Ne, das will ich nicht. Abbrechen, was wollen die denn jetzt? Ja. Einfaches Haus. F. Leeren Platz zuweisen. F. Mietzko. F. Jetzt hat's geklappt. Gott. Alles klar. 28 und 31, das ist schon ein Pärchen, das können wir lassen. Ist hier, wieso Häuser 14? Was soll denn das sein? Der hat kein nichts zu essen, glaube ich, auch nicht so richtig. Naja, gut. Wir laufen jetzt nach Hause. Die Sonne verschwindet hinterm Horizont. Wird es auch gleich dunkel. Wie spät haben wir es? Wir haben schon 17.20 Uhr. Die machen gleich alle Feierabend. 18 Uhr fällt der Hammer. So, wir haben jetzt Hühner gekauft. Ein Hahn und eine Henne. Alles andere kommt von selbst. So, guck mal hier nochmal lang. Laufen wir nochmal hier unten am Fluss lang, ob da irgendwo was liegt. Denn irgendwo soll ja hier auch noch ein, ich sag's jetzt mal, ein Schatz sein. Ja, sieht auch nicht so aus. Gut. Auf nach Hause. Wir müssen ja das Fleisch rausräumen. Ein paar Stücken lassen wir drin, die wir morgen früh, also im Herbst, verarbeiten. Entweder machen wir gebratenes Fleisch draus oder wir machen Fleisch mit Soße draus. Werden wir dann sehen. Müssen wir dann entscheiden. Auch mal hier wieder am Flussufer langrennen. Wir wissen ja, dass wir hier auch schon was gefunden haben. Das sieht nicht danach aus. Gut. Unsere Häuser sind in Sicht.
Ja, gut. Unsere Hühner sind hoffentlich hier angekommen. Jawohl. Hier liegt der Hahn. Und wo ist die Henne? Die ist weg. Nee, hier liegt sie. Alles klar. Gut. Trog ist gefüllt mit Tierfutter, mit Tiernahrung. Mal ins Ressourcenlager schauen, wie viel wird da drin haben. Tiernahrung. Hölzerne Schalen. Wie ist das von der 50%? Auch die ist von früher noch. 24. Wo kommen die denn jetzt? 25. Wir haben doch bloß 20 gemacht. Wo kommen jetzt die vier Schalen her? Okay. Hat er wohl doch mal welche gemacht? Alles klar. Schauen wir mal in unser Lebensmittellager. Jetzt haben wir 462 mal. Mal rohes Fleisch. Karotten sind 105 mal noch. Da haben die jetzt 10 mal Karotten gefuttert oder haben sie die verarbeitet? Ich blicke da hier nicht so richtig durch, muss ich ehrlich sagen. Gut. F, wir nehmen 400 mal Fleisch raus. Das schmeißen wir an die Ecke. Akzeptieren. Und das ist zu schwer. Jetzt kann er sich nicht bewegen. Gut. Ein bisschen Fleisch rausdünnen. Nee, wir packen mal einen kleinen Moment. Wir packen mal die Steine hier rein und die Stöcke hier rein. Da müssten wir doch eigentlich schon so weit sein, dass wir ein paar Schritte laufen können. Na, seht ihr. So, hier liegen die 400 Beeren. Und da legen wir jetzt. Hier haben wir nochmal neun. Nee, die behalten wir mal dabei. Manchmal kommt auch noch, wir kennen ja einen Quest, wo man Beeren brauchen im Herbst. So. XEF. 400 mal Fleisch hier hin. Jetzt nehme ich meine Steine und die Stöckchen wieder raus. Gut. Wir gehen mal runter zum Fluss, noch mal was trinken. Gut, was zu essen haben wir einstecken. Wir haben ja noch Fleisch mit Soße. Und jetzt schauen wir noch mal fix ins Ressourcenlager, wie es mit Äxten und Messern aussieht. Dein Messer noch 5. Da hat er wieder nichts gemacht. Steinäxte noch 4. Und wie viel Steine haben wir jetzt? 290. Also F, dann nehmen wir mal wieder 12, nicht so viel, oder 16, das können wir nehmen, jawohl. Stöckchen haben wir. Jawohl, jetzt machen wir 16 Steine, da können wir 8 Stück Werkzeug machen, also machen wir jetzt mal 4
4 Messer. Ach, ich habe noch Steine dabei gehabt. 4 Messer. Ist klar. Deswegen. Und 4 Äxte. Und dann machen wir Feierabend. Dann darf der Hase mir auch nach Hause gehen. So, jetzt machen wir noch 4 Äxte. Und entledigen uns gleich der überflüssigen Sachen, die wir noch drin haben in unserer Tasche. Da haben wir eigentlich nicht viel, bis auf den Met. Ne, den nehmen wir mit rüber. Holzteller. Wo haben wir denn die 2 Holzteller? Ach, von unserer Fleischmützsoße. Alles klar. Da ist ja auf Holztellern, stimmt. Und die Stecke kommen auch raus. Jetzt haben wir noch ganze 105. Noch ganze 105. 1500 Geld haben wir noch. So richtig funktioniert das hier noch nicht mit der Produktion, muss ich sagen. So, den mit die Bären packen wir hier rein, da haben wir schon 51 drin, gut, die räumen wir noch mit dazu, da haben wir jetzt 60 Bären drin, 4-mal Fleisch mit Soße haben wir noch, das Johanniskraut kommt raus und den mit packen wir auch in unsere Kiste, da haben wir jetzt mit Pflaumenwein. Und wir werden jetzt im Herbst das Roggenkorn benötigen. Nehmen wir gleich mal in unsere Tasche. F. Roggenkorn und wie spät haben wir es? 20.20 Uhr, die ist schon im Bett, unsere Frau. Guck an. Das schaffen wir jetzt noch ins Ressourcenlager, damit unsere Landwirte das Roggenkorn haben zur Aussaat. Mal gucken, ob die hier noch Roggenkorn drin haben. Nicht, dass die das nämlich... Ja, 376, alles klar. Also da besteht mal keine Gefahr, dass das Roggenkorn zu Viehfutter verarbeitet wird. So, jetzt können wir aber wirklich Feierabend machen. Jetzt gehen wir nach Hause. Zwei Trinkflaschen haben wir. Eine, die schaffen wir. Ach, das war die zweite schon, die wir gefunden haben. Na, wunderbar. Die räumen wir in unsere Truhe. Der Wachposten ist schon unterwegs hier. Die Dorfwache. So, den 99-prozentigen, den packen wir in. Haben wir das jetzt auch reingeräumt? Ja, gut. Und jetzt geht der Rasi mir auch zu Bett und wir sehen uns zum ersten Herbsttag wieder. Alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.